Dictionary of the Political Insurrection. Disintegration, dissolving. Counter-movement to integration. The belonging to the other, the despicable, the what can be murdered without consequence. The deviance that enables the stability of the rest. Disintegration of bodies. The fire peels off the skin of the flesh. Lynching, crematory, orichalu. The water peels off the skin of the flesh. Mediterranean Sea. The sand peels off the skin of the flesh. Desert. Disintegration. No border, no nation. Disintegration. Reshaping. Revocation. Withdrawal. Refusal. Hallo, ahoi. Ich heiße Johannes Krug und freue mich sehr, Teil dieser Tagung in Prag sein zu können und so einen transnationalen politisch-theologischen Austausch und Praxis weiter aufzubauen. Der Text, den ich gerade vorgelesen habe, ist aus dem Band Yalta. Das ist eine neue jüdische, feministisch-linke Zeitschrift in Deutschland. Und sie haben für sich als Motto Desintegration gewählt. Und er stammt von der postkolonialen Wissenschaftlerin Matti Trausneck. Ich sage noch kurz etwas zu mir als Person, dann zum befreiungstheologischen Netzwerk in Deutschland und abschließend will ich drei Thesen zu den emanzipatorischen Möglichkeiten von Kirche und Theologie mit euch teilen. Ich habe eine 2-jährige Tochter, um sie gibt es neben mir und meiner Freundin und mir noch 2 weitere Freundinnen und zusammen übernehmen wir die Verantwortung und das Sorgearbeiten für Matteja. Wir wohnen in einem selbstverwalteten basisdemokratischen Wohnprojekt in Marburg, das in der Nähe von Frankfurt. Ich studiere evangelische Theologie und transdisziplinäre Genderstudien. Zuerst in Nürnberg, dann in Bolivien, in La Paz und jetzt in Marburg. Für mich war das Studium von Anfang an stärker in sozialen Bewegungen verankert als nur an der Uni. Und meine politische Praxis befindet sich in einem Spannungsfeld von Mikro- und Makropolitik. Also der großen Frage, wie eine queerfeministische Revolution im Alltag verankert werden kann und gleichzeitig lokale Verbindungen und Allianzen mit anderen Kämpfen eingeht. Konkret heißt das, dass ich mich ehrlich gesagt ziemlich viel gerade mit Wäsche waschen, Wickeln, Beziehungsarbeit beschäftige oder beschäftigen will und mich frage, was es heißt, Cis-Männlichkeit und Weißsein zu erkennen und zu verraten. Und gleichzeitig daneben oder damit zusammen in der Klimagerechtigkeitsbewegung bei Ende Gelände oder Limite Isme aktiv zu sein oder Kirchenasyle zu unterstützen. Das ist kein leichter Weg und oft scheitert er auch. Das befreiungstheologische Netzwerk, jetzt können wir einmal weitergehen. Das wurde 2009 gegründet. Zurzeit gibt es ca. 6 Ortsgruppen in Deutschland und ca. 30 aktive Mitglieder. Und wir arbeiten basisdemokratisch. Und die Motivation für das Netzwerk war, dass viele junge Menschen, Studis, die befreiungstheologische Erfahrungen im globalen Süden gemacht haben, einer kritischen Befreiungstheologie auch Raum in Deutschland stärker geben wollten, sich vernetzen wollten. Und es hat am Anfang vor allem an den Unis stattgefunden in Form von Ortsgruppen und Lesekreisen. Und die Ausgangslage fürs gemeinsame Arbeiten war eine grundlegende Kritik an den bestehenden Verhältnissen und Vergesellschaftungsformen und damit auch einer bürgerlichen Kirche und einer bürgerlichen evangelischen Kirche und katholischen Kirche. Theoretische Bezugspunkte waren und sind queere, postkoloniale, antisemitismuskritische und rassismuskritische, feministische und ökologische Theologien der Befreiung und Theologien nach Auschwitz. In den ersten Jahren war es vor allem ein Ort der Politisierung und es war stets die Frage im Raum, wo findet eigentlich die politische Praxis statt, ob zusammen mit dem Netzwerk oder wie zum Beispiel in radikalen Protesten wie Atomkraft, also gegen Atomkraft und dem Castor. Das war am Anfang 2010 vor Fukushima noch ein großes Thema, oder der europäischen Austeritätspolitik und Blockupy. Für ein Bleiberecht für alle
Genau. Hier sieht man 2015, das war die Eröffnung von der EZB, sieht man da ganz links. Und da gab es davor auch den Aufruf zusammen, als Menschen, die sich Befreiungstheologie zugehörig fühlen, auf der Demo und bei den Aktionen aktiv zu sein. Und große Frage war schon immer, das sehen wir auf dem Bild da ganz links, ganz rechts, wessen Gewalt eigentlich, weil gerade in christlichen Kontexten natürlich die Gewaltdebatte immer einen großen Stellenwert einnimmt und wir aus einer befreiungstheologischen Perspektive diese ein bisschen weiten wollten. Auf dem Plakat steht Aufstand, Aufstehen, Auferstehung. Aber die Diskussion war auch immer, findet dort zusammen als befreiungstheologisches Netzwerk unsere Praxis statt und davor in der Vorbereitung von den Kampagnen? Oder sind wir eigentlich sowieso in anderen linken Gruppen, Organisierungsprozessen oder Parteien aktiv und organisiert? Und ist das Netzwerk eher ein Ort, diese Praxis theologisch zu reflektieren und andere Formen, andere kirchliche Formen ausprobieren, mit alten und neuen Liedern, Lieder wieder zu entdecken, zusammen zu singen, in Gebeten oder in neuen Gottesdiensten? In den letzten 3 Jahren hat sich bundesweit, also auf deutscher Ebene, eher so das Letztere durchgesetzt. Also wir haben 2-mal im Jahr ein Treffen und da findet vor allem dieses befreiungstheologische Netzwerk statt. Und sonst, und Leute sind parallel in bundesweiten Prozessen und Parteien weiter engagiert, aber nicht in dem Netzwerk. Aber lokal, also in Marburg oder in Berlin zum Beispiel, gibt es Gruppen, die zusammen mit der Geflüchtetenbewegung mehr als 50 Kirchenasyle organisiert haben, zusammen zu Ende Gelände fahren, antifaschistische Kirchen-T-Shirts drucken. Da habe ich auch ein Bild, das ist so ein neues Symbol im Kontext von rechten Terror und Rechtspopulismus in Deutschland. Das ist das Logo für die Kirchenasylbewegung in Deutschland. Aber auch neben so Sachen Studientage organisieren. Wir hatten erst letztens einen in Marburg, der hieß White Theology and Racism. Genau. Und es gibt weiterhin sehr viele selbstorganisierte Lesekreise von Menschen, die einfach erstmal einen Zugang zu Befreiungstheologie und der Geschichte von Befreiungstheologie suchen, aber auch aktuelle Theologien, queere Theologien, postkoloniale Theologien der Befreiung diskutieren. Ich habe da oben noch das Logo von Queer Revolution reingebracht, weil das ist so ein Punkt, wo viele von uns, gerade aus Marburg, in einem anderen Zusammenhang nochmal aktiv waren, in der Form von der feministischen Kapitalismuskritik und so Fragen wie Sorgearbeiten und die ganzen Fragen der sozialen Reproduktion ins Zentrum gerückt werden können und man zusammen zum Beispiel mit migrantisierten HausarbeiterInnen in Deutschland Politik machen kann und was verändern kann. Aktuell sind einige Leute von uns jetzt im Pfarramt und Vikariat angekommen und es gibt verschiedene Diskussionen zu kollektiver Organisierung in Lohnarbeitsverhältnissen und wie gerade jetzt im Vikariat zum Beispiel weiter diese Ideen reintragen. Also die meisten Leute haben irgendwie eine kirchliche Anbindung, aber gleichzeitig ist für viele die Institution Kirche nur sehr bedingt die Kirche, die wir uns vorstellen und wünschen. Genau, da ist noch ein anderes Bild, das war in Marburg. Das ist ein Denkmal für die Marburger Jäger. Das ist eine militaristische Vereinigung, die auch in den Kolonialkriegen, zum Beispiel in Namibia, von Deutschland mitgekämpft hat, die immer noch dasteht und geehrt wird. Und im Kontext von so postkolonialer Erinnerungspolitik haben wir eine Andacht gemacht davor. Und während der Andacht wurde dieses Monument verschönert. Und noch? Genau, das ist noch ein Bild von Ende Gelände, das ist ganz aktuell vom November, Anfang dieses Jahr, also Anfang des Monats, um radikal zu zeigen, wir brauchen jetzt einen Braunkohleausstieg, wenn wir irgendwie das Pariser Abkommen einhalten wollen. Und das ist eine große Debatte gerade in Deutschland und ja auch in Tschechien. Genau, das sind die Pacific Climate Warriors, das ist eine Organisationen aus dem pazifischen Raum, die auch kirchlich angebunden sind, die Teil der Proteste waren Anfang November und auch Teil vom People Climate Summit. Und vor der Grube am Morgen, vor den Aktionen, eine Zeremonie gemacht haben. Und hier sieht man noch eine andere Diskussion, die dann beim People Climate Summit stattgefunden hat von Noah. Das ist auch eine Person, eine gute Freundin aus dem Netzwerk, zu dem Thema Faith and Climate Change oder die Rolle von Kirchen in der Klimabewegung und die Fragen von Divestment zum Beispiel.
Da sieht man eine Blume, die hatten die Pacific Climate Voice mitgebracht, die sei, und das war ihr Symbol des Widerstands, das ist ein wichtiges Symbol aus dem Pazifik und das sollte mitgegeben werden in die Grube, um zu zeigen, wir müssen jetzt aus fossilen Energien aussteigen. Genau, komme ich zum letzten Punkt oder den drei Thesen, die ich mitgebracht habe. Noch eine Vorbemerkung vielleicht. Die Frage war ja, was ist die Rolle von Kirchen und Christinnen? Und ich würde mich selber auch als Christ bezeichnen, aber ich habe trotzdem immer ein Unbehagen, mich gerade in linken sozialen Bewegungen oder interreligiösen Bewegungen als Christ zu bezeichnen, weil vielleicht für den technischen Kontext anders nochmal, aber in Deutschland die weiße christliche Identität einfach die europäische Identität ist, die auch von Rechtspopulisten, von Pegida und so weiter eingesetzt wird. Und ich mich dabei frage, wie können wir diese Identität eigentlich dekonstruieren, also in einer postkolonialen Kritik wegkommen von so einer weißen imperialen Identität, die Europa so eingeschrieben ist und immer wieder neu manifestiert wird, obwohl Europa nicht weiß und nicht christlich ist, also nicht rein weiß und nicht rein christlich. Das auf der einen Seite und andererseits auch aus der Geschichte des Antijudaismus heraus und der Erkenntnis, dass Jesus selbst Jude war und das Alte Testament der Wahrheitsraum des Neuen Testaments ist, wie Grüßemann das gut auf den Punkt gebracht hat. Genau, das als Vorbemerkung. Mein erster Punkt war genau das, also Deconstruction of a White Christian European Identity. Und ich will nochmal den Galaterbrief zitieren. Da ist nicht jüdisch noch griechisch, da ist nicht versklavt noch frei, da ist nicht männlich noch weiblich, denn alle seid ihr einzig einig im Messias Jesus. Und ich habe mich gefragt, wie uns vielleicht dieses alte Bekenntnis, was ja auch in vielen anderen Emanzipationsbewegungen schon eine wichtige Rolle gespielt hat, in queeren, in feministischen Bewegungen, auch in dem Kontext nochmal weiterhelfen kann, wie wir uns selbst benennen, wie wir Identitäten, mit Identitäten umgehen, die eben nicht ausschließen, die nicht neue Ausschlussmechanismen produzieren, sondern uns zusammenbringen, aber trotzdem unsere Differenzen anerkennen. Die zweite These wäre für mich, ich lese mal vor, Faith and Hope as Resources for Social Movements and Central to Build Resilience. Ich glaube, und wahrscheinlich teilten das viele von euch, dass Glaube und Hoffnung für lang andauernde soziale Kämpfe von zentraler Bedeutung sind. Durch sie entsteht Widerstandskraft. Und ich hoffe, dass wir so die Kraft finden, wirklich zu sagen zu können, wir kommen wieder, bis der letzte Bagger ruht. Wir kommen wieder, bis niemand mehr abgeschoben wird. Wir kommen wieder, bis alle Geschlechter lebbar sind, auch in der Kirche und nicht nur männlich und weiblich existiert. Wir kommen wieder, bis Europa sich seiner kolonialen Vergangenheit gestellt hat und auch in der Gegenwart sich darstellt. Und wir kommen wieder, bis alle Herrschaftsverhältnisse zurückgedrängt sind. Wir kommen wieder, bis das gute Leben für alle erkämpft ist. Und um das wirklich sagen zu können, brauchen wir eine große Vision und ich denke, dass die christliche und die jüdische Tradition da und andere religiöse befreiende Traditionen uns helfen können, das aufzubauen. Befreiungstheologische Praxen können hier auch ein Reichtum an Erzählungen gegen den Tod, um Sölle zu zitieren, sein oder dem Kältestrom der linken Analyse und Praxis den Wärmestrom von befreienden religiösen Traditionen zuführen, wie das Bloch auch beschrieben hat. Konkret kann das erfahrbar werden in einer Spiritualität des Widerstands, vielleicht in, wie wir es gesehen haben mit den Pacific Climate Warriors als ganz konkretes Beispiel, im Reden über, was gibt uns eigentlich Hoffnung, was sind unsere Hoffnungsquellen und in der praktischen Kontextualisierung des Evangeliums, das nicht Freudensbotschaft der Kaiser und der klerikal rechten Bischöfe und Staatschef ist, sondern das Evangelium, das ist von den Verachteten, den Asozialen, den Linksextremen und dem Verdammten dieser Erde. Oder für sie steht es. Ich komme zu meiner letzten These, A New Vision of Churches and Theologies Between Integration and Disintegration. Deswegen habe ich, glaube ich, das Buch auch mitgebracht, weil mir das aus der jüdischen Perspektive auch das mitgegeben wurde, finde ich. Also wie können wir eine neue kirchliche Praxis aufbauen, wo wir was Neues setzen, uns nicht wieder integrieren lassen allzu schnell und affirmativ, reformistisch werden, aber trotzdem natürlich uns abarbeiten oder zusammenarbeiten. Und ich denke, alles, was dabei rauskommt und was wir hier diskutieren und in Zukunft hoffentlich diskutieren werden, sollten wir mit allem Recht weiterhin Kirche nennen, aber vielleicht eine störende Kirche, eine marginale Kirche mit einem marginalen Gott, eine desintegrierte Kirche
Oder mit den Worten von Boniface Mbanza, eine Kirche, die da entsteht, wo Widerstand gegen Ungerechtigkeit wächst. Vielen Dank.